Im Osten Asiens liegt der Huanghe, der gelbe Fluss, eine bedeutende Lebensader der chinesischen Kultur. Hier regiert ab ca. 1700 v. Chr. Die Dynastie der Shang. Der gelbe Fluss ist einer von vielen Kulturräumen des alten Chinas. Sein kulturelles Erbe ist dagegen einzigartig, auch dank technischer Höchstleistungen. Durch den Überschuss an Nahrungsmitteln war es möglich, auch Bevölkerungsteile zu ernähren, die eben nicht in der Landwirtschaft tätig waren. Und da gab es dann eben die Möglichkeit, dass sich diese Bevölkerungsgruppen ja spezialisierten und Technologien entwickelten, auch experimentierten, sich auch weiterbildeten, auch Versuchsreihen sozusagen starteten, um bestimmte Rohstoffe zum Beispiel zu bearbeiten. Die Shang verstehen es meisterhaft, Bronze zu verarbeiten. So stellen sie kunstvolle Gefäße her, in den unterschiedlichsten Formen. Diese werden vor allem für religiöse Zwecke benutzt. Bei den Shang geht nichts ohne magische Zeremonien. So befragen sie Orakel zum Ausgang von Feldzügen, genauso wie zu Zahnschmerzen. Die Fragen werden auf Rinderknochen oder Schildkrötenpanzer geschrieben, die danach erhitzt werden. Risse entstehen, aus denen die Shang dann Voraussagen treffen. Heute sind diese Orakelknochen eine wichtige Quelle, um die Geheimnisse des alten Chinas zu lüften. Doch nicht nur in Asien und Afrika, auch auf dem amerikanischen Kontinent entwickeln sich frühe Hochkulturen. So die Kultur der Olmeken. Sie bildet sich seit etwa 1500 v. Chr. Am Golf von Mexiko heraus. Bedeutende Zentren sind San Lorenzo und La Venta. Dank des feuchten Klimas können über das ganze Jahr Mais und andere Pflanzen angebaut werden. Außerdem ermöglichen die vielen Flüsse und Bäche einen ertragreichen Fischfang. Die Olmeken kennen keine Werkzeuge aus Metall. Dennoch erschaffen sie kunstvolle Meisterwerke. Große Skulpturen aus Stein, wie die berühmten Kolossalköpfe. Sie sind bis zu 3 Meter hoch. Jeder Kopf ist individuell gestaltet. Vermutlich Porträts von Herrschern oder herausragenden Kriegern, die auf diese Weise geehrt werden.